Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man kumulierte Wahrscheinlichkeiten von Bernoulli-Ketten mit dem Summenzeichen berechnen kann. Los geht's! Eine Bernoulli-Kette, das ist ein mehrfach ausgeführtes Zufallsexperiment, bei dem zwei Bedingungen erfüllt sind, nämlich bei jedem Versuch darf es nur zwei mögliche Ergebnisse geben, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, Beispiel für Ja, die muss bei jeder Wiederholung gleich bleiben. Beispiel, wenn man mehrmals würfelt und die Augenzahl 6 soll als Treffer gelten, dann gibt es bei jedem Versuch nur zwei mögliche Ergebnisse, nämlich entweder wir haben eine 6 oder wir haben keine 6. Und die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6 bleibt gleich, die ist beim fairen Würfel immer ein Sechstel. Also handelt es sich hierbei um eine Bernoulli-Kette. Wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen, in einer solchen Bernoulli-Kette mit n Versuchen k Treffer zu erhalten. Das können wir so schreiben mit der bekannten Bernoulli-Formel. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Trefferzahl x, das ist die Anzahl der geworfenen Sechsen, genau den Wert k hat, die Anzahl der Treffer, ist n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Machen wir auch hier wieder ein konkretes Beispiel für unseren Würfelversuch. Wir wollen 10 mal würfeln und fragen uns, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau 3 mal eine 6 zu bekommen. Dann ist n gleich 10, die Anzahl der Versuche. P ist ein Sechstel, nämlich die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6. Und wir wollen genau k gleich 3 Treffer haben, 3 mal eine 6. Dann können wir die Wahrscheinlichkeit so berechnen, mit Hilfe der Bernoulli-Formel. Das gibt 15,5%. Eine solche Wahrscheinlichkeit, bei der wir genau 3 Treffer berechnen wollen, nennt man eine Punktwahrscheinlichkeit. Im Unterschied dazu gibt es auch die kumulierten Wahrscheinlichkeiten. Da werden mehrere Trefferzahlen zu einer Wahrscheinlichkeit zusammengefasst, von lateinisch cumulare, anhäufen. Beispiel, wenn wir die Wahrscheinlichkeit berechnen wollen, höchstens 3 Sechsen zu bekommen, bei 10 mal werfen, dann kann man das schreiben als die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Trefferzahl x kleiner gleich 3 ist. Bei höchstens 3 Sechsen kann man nämlich entweder 0 Sechsen bekommen, 1, 2 oder 3 Sechsen. Ein anderer Fall für eine kumulierte Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir weniger als 6 3 Sechsen haben wollen. Das wäre x echt kleiner 3, also nur die Fälle 0, 1 oder 2 Sechsen. Bei mindestens 3 Sechsen haben wir einen größer gleich 3 bis 10 in dem Fall, wenn wir 10 mal werfen. Bei mehr als 3 Sechsen können wir das mit einem x echt größer 3 schreiben. Wir wollen ja mehr als 3 sein, also 4, 5 und so weiter bis n Sechsen. Und die Wahrscheinlichkeit zwischen 3 und 5 Sechsen zu werfen, das kann man so schreiben. 3 kleiner gleich x kleiner gleich 5. Also die Trefferzahl muss sich zwischen 3 und 5 bewegen, wobei die Grenzen 3 und 5 mit eingeschlossen sein sollen. Also x darf die Werte 3, 4 oder 5 annehmen. Nun wollen wir eine solche kumulierte Wahrscheinlichkeit mal berechnen. Dass die Trefferzahl kleiner gleich 3 sein soll, also dass wir höchstens 3 Sechsen bekommen, könnte man sich ja als Addition vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir 0 Sechsen bekommen, plus dass wir eine 6 oder 2 Sechsen oder 3 Sechsen bekommen. Und jetzt können wir für jeden einzelnen Fall die Bernoulli-Formel von eben hernehmen und setzen hier erstmal für k gleich 0 ein, dann für k setzen wir 1 ein, dann für k 2 eingesetzt und für k 3 eingesetzt und jetzt können wir alles addieren. Nun gibt es für diesen langen Summenausdruck eine abkürzende Schreibweise mit Hilfe des Summenzeichens. Das ist ein großes griechisches S, also ein Sigma, das für Summe steht. Und dieses Summenzeichen bedeutet, alles, was hier hinter dem Summenzeichen steht, das sind nämlich hier diese Ausdrücke aus der Bernoulli-Formel, setzen wir nacheinander die Werte 0, 1, 2 bis 3 ein für x, also hier, hier und hier,
und dann werden alle Terme aufsummiert, so wie hier. Diese Schreibweise bedeutet, dass der Wert von x von 0 bis einschließlich 3 in unsere Summe laufen soll. Das ist eine ähnliche Schreibweise, wie ihr sie vom Integralzeichen kennt. Da soll ja das x auch von 0 bis 3 durchlaufen und dann werden alle diese Werte aufintegriert. In dem Ausdruck hinter der Summe, hinter dem Summenzeichen, muss nun überall ein x stehen, wo sich die Werte hier verändern. Wir sehen dieses x, das nimmt die Werte 0, 1, 2 und 3 an. Ebenso dieser Exponent 0, 1, 2, 3 und auch dieses x hier in diesem Exponent muss von 0, 1 bis 3 laufen. So, man könnte nun diese Summe hier mit dem Taschenrechner von Hand zusammenzählen, kommen wir auf 93,03%, dass wir höchstens 3 Sechsen werfen. Aber es geht auch einfacher. Unser Taschenrechner hat nämlich eine solche Summenfunktion, die schauen wir uns jetzt mal an. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens 3 Sechsen bekommen wollen, kann man ja so schreiben, wie wir eben gesehen haben. Und unser Taschenrechner hat hier eine Taste mit einem Summenzeichen. Das bekommen wir über Shift, diese Taste. Und im Display erscheint dann dieses Summenzeichen. Nun geben wir zuerst den Term hinter dem Summenzeichen ein. Also wir brauchen ein 10 über x. Das bekommen wir hier. Hier dieses NCR ist ja die Taste für den Binomialkoeffizient. 10 über x. Und das x gibt man ein, indem man hier nochmal auf diese Taste ohne Shift drückt. Da ist das x drauf. Dann geben wir ein Sechstel hoch x ein. Hier ist die Taste für hoch x. Hier ist unser x nochmal. Und noch den restlichen Wert 1 minus 1 Sechstel können wir der Kürze wegen gleich zu 5 Sechstel vereinfachen. Wieder mit der Hochtaste 10 minus x. Und die Summationsgrenzen für x gibt man am besten erst anschließend ein. Dazu gehen wir mit dem Cursor 1 weiter und dann springt der Cursor im Display hier auf diese Werte. Da kann man die 0 und die 3 eingeben. Zum Schluss drücken wir noch auf das Gleichheitszeichen und bekommen unser Ergebnis 93,03%, wie vorhin auch. Okay, damit können wir mit dem Taschenrechner auch die anderen Fälle der kumulierten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Also jetzt hatten wir hier höchstens mit einem kleiner gleich 3. Dann schauen wir uns mal weniger als 3 an. Das ist ein echt kleiner 3. Das heißt, unsere Summe darf jetzt nur von 0 bis 2 laufen. 3 ist ja hier nicht mehr dabei. Und für die Werte n gleich 10, wir werfen 10 mal, und p gleich 1 Sechstel bekommen wir hier auf das Ergebnis 77,52%. Für mindestens 3 Sechsen müssen wir hier ein größer gleich 3 schreiben, also 3, 4, 5 und so weiter bis zur maximalen Trefferzahl 10, wenn wir 10 mal werfen. Das heißt, unser x muss jetzt von 3 einschließlich bis 10 einschließlich gehen. Hier bekommen wir 22,48%. Für mehr als 3 Sechsen können wir schreiben, echt größer 3, nämlich von 4 bis zur Maximalzahl 10, gibt 6,97%. Und für den Fall, dass die Wahrscheinlichkeit zwischen 3 und 5 Sechsen liegen soll, können wir das so schreiben, das x soll zwischen 3 und 5 liegen, also muss die Summationsgrenze von 3 bis 5 einschließlich laufen, gibt 22,23%. Okay, das waren alle Fälle mit dem Summenzeichen. Vielleicht habt ihr im Unterricht eine alternative Methode kennengelernt, um solche kumulierten Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Die andere Möglichkeit ist mit der F-Funktion. Die ist nämlich hier im Taschenrechner fest eingebaut, um kumulierte Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, die allerdings nur kleiner gleich k kann. Mit diesen F-Funktionen habe ich ein eigenes Video gemacht, das könnt ihr euch ebenfalls anschauen. Okay.